Dining at Anthony Sarpong's restaurant is a feast for the senses. His Galician-style octopus with South American oxalis roots and caper leaf is a culinary composition. Wenn der Gast hierher kommt, der sitzt wirklich 4 Stunden, ja, und der kriegt sein Menü von Aperol bis Brot. Und dann zum Schluss gibt es so ein Pralinen. Das heißt, der Gast hat alle 10 Minuten kommen was zum Probieren. Sarpong was born in Kumasi, Ghana. He came to Germany at the age of 8. Later, he fulfilled his dream of becoming a chef. Today, he runs a restaurant near Düsseldorf. He's married and has 3 children. Ah, yeah, genau. His restaurant, Anthony's Kitchen, won a Michelin star for the first time in 2017. His cookbook promises that any hobby chef can whip up such award-winning dishes, provided they use stellar ingredients. Wenn das Tier schon nicht gesund ist und ich esse es dann, ja, das heißt, ich werde auch nicht gesund. Ich esse weniger, aber eher das Perfekte oder das Gesündere. But what exactly is perfect food? Sarpong explains what he means with a corn-fed chicken. Its appearance speaks for itself. Perfekt. Man erkennt, dass die Haut schön orange ist. Das Fleisch darf nicht orange sein, nur die Haut muss orange sein und die Füße. He carefully cuts up the chicken. He takes great care while lovingly preparing his food. Ein Hühnerschenkel ist durchzogen mit Muskulaturen. Ja? Das Fleisch ist dunkel. Wenn man sehen würde, würde man denken, das ist ein Kaninchen oder whatever, oder ein Hase. He would never use chicken thighs from a supermarket. Sarpong says using the best ingredients is crucial for winning a Michelin star. His cookbook explains how to create this exquisite octopus dish. Or veal cheeks, like these. He doesn't mind sharing his recipes. Geheimnisse macht keinen Sinn. Ne? Wir sind hier, um wirklich alles zu teilen auf diesem Planeten. So, was bringst du, wenn du Geheimnis hast und du gehst in den Grab und keiner weiß, wie es geht? Ja, ist ja auch nicht schön. His restaurant received a Michelin star 3 years in a row. Much of his cuisine is refined and yet down to earth. His kitchen team knows exactly what needs to be done. It's a smooth operation. Jeden Monat bei der neuen Karte gehen wir nochmal einen Step hoch. Das heißt, ich merke schon, dass mein Team noch heißer geworden ist auf den Stern und wollen wahrscheinlich noch den zweiten, whatever. Aber ich sage immer, wenn wir so bleiben, wie wir sind, dann kann es eigentlich nicht verlieren. Case in point, this tasty gazpacho, made mostly from beets. Another gourmet dish you can try out at home. Bon appetit.